Willkommen zum Vlog hier auf Marbacher TV. Sollte euch beim Anblick dieses Settings hier eine ganz bestimmte Frage durch den Kopf schießen, dann lautet die Antwort: Ja, wir sind hier auf meinem Klo. Und nein, es gibt hier keine Sauerei zu sehen. Keine Panik. Der Grund, warum ich euch hier ja mitnehme, ist ein ganz spezieller. Ich brauche eure Meinung. Weil ich meine, dass ich ein weltbewegendes Problem mit euch eher besprechen möchte. Bei Frauen ist es ja bekannt, wenn die zusammenwohnen, kann es sein, dass sich ihre Zyklen anpassen. Egal ob in einer WG oder in einer Familie mit vielen Frauen. Als Mann stellt man sich das dann so vor, wir sitzen alle in Jogginghosen und Schlabberpullis auf der Couch mit Grünkernkissen gewärmt aus dem Backofen auf ihrem Bauch und hoffen, dass diese Schmerzen schnell vorübergehen. Ich persönlich bin ziemlich froh, ein Mann zu sein und nicht diese Tage durchleben zu müssen. Weil das ist wirklich nichts, was man den Frauen neidig sein muss. Ich bin ja seit Jahren in einer Männer-WG. Und da ist mir in letzter Zeit einiges aufgefallen, was mich ein bisschen stutzig macht. Mein Mitbewohner und ich, wir kommen gut miteinander aus. Überhaupt kein Problem. Aber in letzter Zeit, wenn ich hier am Thron throne und mich einerseits erleichtere und mir andererseits über einige Dinge klar werde, denn ich nutze die Zeit hier meistens, um über das Leben und alles andere nachzudenken, kam es sehr oft vor, dass er dann an der Tür draußen wie ein Irrer klopft und sagt: Hey, zau, ich muss auch. Und das passiert immer öfter. Natürlich beeilt man sich dann und schaut, dass man rauskommt, denn Notdurft ist nichts Schönes, also gebe ich ihm schnell den Thron frei. Keine Frage. Aber es passiert immer öfter. Jetzt frage ich mich, kann es sein, dass der männliche Zyklus in Sachen Scheißen und Pissen sich angleicht? So wie der Frauenzyklus. Bilde ich mir das ein? Ist das wirklich ein Thema? Passiert das? Gleichen sich die Darmwindungen von Männern an? Was sagt ihr dazu? Ist das so? Ist das nur in meinem Kopf? Bitte schreibt mir in die Kommentare. Lasst es mich wissen, ob das wirklich ein Ding ist oder nicht. Habt keine Angst. Auch über solche Dinge muss man reden können. In diesem Sinne, wir sehen uns nächste Woche wieder. Und ich werde jetzt hier... Ciao!